vielleicht kann das irgendwie schön. Wo sind wir? Moment, wir müssen jetzt, es muss jetzt zuerst das Logo eingeblendet werden, und zwar jetzt. Wir sind beim Eurovision Song Contest. Heide Witzka. Ich bin gleich ein bisschen verschluckt direkt. Aber du musst mir das Logo bitte noch machen, dass wir das dann auch eingeblendet haben jetzt gerade. Ich muss ein ESC-Logo machen. Bitte, was? Ja. Eurovision Song Contest. Ich bin ein riesengroßer Eurovision Song Contest-Fan. Fick dich weg mit deiner dummen Scheiße. Das interessiert mich nicht. Ich habe ja auch letztes Jahr das erste Mal den ESC geschaut. Es war genauso furchtbar, wie ich es mir vorgestellt habe. Sensationell. Sensationell. Dänemark im Prinzip am Rande der Staatspleite aufgrund der riesigen Bühne. Also im ursprünglichen, in der ursprünglichen Auswahl waren zwei Salzburger Bands dabei. Also der Herr König redet jetzt gerade vom österreichischen Vorentscheid. Es gab zwei Salzburger Teilnehmer, das eine war der Renato Unterberg. Das andere waren die Mac-Macs. Der Renato hat es keine Runde weiter geschafft, die Mac-Macs schon mit ihrem Song Million Euro Smile. Den ich ein bisschen holprig finde vom Titel her. Million Euro Smile. Ja, weil man automatisch an Dollar denkt. Ich finde alles holprig, was auf Englisch ist. Also von daher bin ich da. Du bist ein bisschen so ein deutscher Typ, ne? Million Dollar Euro. Ach, scheiße. Aber siehst du, hast direkt Mac-Mix gefunden. Wenn jetzt Million gibt's. Dollar Smile the Mac-Mix. Ja. Ach, mit dem treten die an? Das war das jetzt auf jeden Fall, was sie gespielt haben? Ach so, nee, das, was sie jetzt gespielt haben, das ist noch nicht das. Song. Ja, genau. Ah, okay, genau. Ich lerne hier. Wir können das auch mal kurz anmachen. Der Vergleich, den ich zu den Mac-Macs in den letzten Jahren immer gehört habe, ist Maroon 5, musikalisch, was ja erstmal nicht für die Band spricht. Nee. Ich persönlich finde die sehr sympathisch. Wer jetzt Maroon 5? Die Mac-Macs finde ich super sympathische Band. Es sind viele Fakten in dieser Band, die, wenn ich das nur so lesen würde, würde ich sie wahrscheinlich von dem Augenblick nicht hassen. Also sie haben ja zum Beispiel auch Jon Bon Jovi supported in Wien. Ja, wobei das finde ich, also das lässt eine Band bei mir steigen schon wieder fast. Das ist fast schon wieder geil. Man muss für eine Show in Wien Jon Bon Jovi supporten. Man muss wissen, wo man hin will. Also wenn ich mich jetzt irgendwie als kredibile Rockband abfeiere, wie das ja Jon Bon Jovi auch selber tut und dann aber so Musik macht wie Jon Bon Jovi, dann ist das ja eine ganz schwierige Kombination. Wenn ich jetzt eine Band bin, die sagt, ich will erfolgreich sein, ich will die Hits schreiben, ich will in den Ohren der Leute sein, ich will auf Ö3 laufen, ich will den ganzen Scheiß, ich will die Kohle, ich will die Teenies. Da sehe ich da kein Problem mit. Aber so Flammentattoo-Leute, die sich dann einreden, sie werden noch kredibil, wenn sie beim ESC spielen, schwierig. Ja. Renato gefällt mir sehr gut. Verstehe aber, warum man bei einer Veranstaltung wie der ESC nicht weiterkommt. Finde ich auch, ist kein erfolgsversprechendes Rezept für so eine Veranstaltung. Ich weiß auch gar nicht, welchen Song er gespielt hat. Ich habe im Ticker nur die Tom Waits-Vergleiche gelesen. Also könnte ich mir vorstellen, dass es zum Beispiel dieses Pushing It war. Ist ein schwieriger Song. Also das Lauf würde, vielleicht hat er auch das gespielt, dann weiß ich nicht, wo der Tom Waits Vergleich herkommt, weil diese Laufnummer ist eher eigentlich so ein Randy Newman Ding. Und das könnte ich mir wieder vorstellen, dass das funktioniert. Randy Newman, großer Monk, hast du Monk gesehen? Du siehst mich hier völlig ahnungslos sitzen. Hast du Monk gesehen? Nein. Randy Newman hat das Titellied dafür. Nein. Daher kennen es die meisten, Randy Newman hat ganz andere große Hits gekriegt. Aber das war dieser Vergleich, den ich im Kopf hatte, als ich diese Nummer, das war ja so die erste Auskopplung, glaube ich. Ist auch egal.